Hallo, Sly, wo bist du denn? Oh, hallo Freunde, ich suche gerade Sly. Ich kann ihn echt nicht sehen. Hat sich wieder unsichtbar gemacht. Ich kann ihn echt nicht sehen hier. Ja, naja. So, willkommen zurück zu einer weiteren Episode. Das letzte Mal sind wir ja hier den Berg hochgekraxelt. Durch Schnee und Kälte. Ja, da unten. Da unten war ich, da seht ihr, den Gegner habe ich das letzte Mal getötet und jetzt geht's weiter. Jetzt befinden wir uns hier uns um. Und oh, ich bin. Achtung, teuerste Angestellte. Leider hat das Dorf Hinkau entschieden, unser Lawinenschutzprogramm nicht zu bezahlen. Ich war gezwungen, sie lebendig unter den Schneemassen zu begraben. Achten Sie bitte auf überlebende Dorfbewohner, die sich rächen wollen. Vielen Dank. Das ist schon alles. Ja, das war der Puma King und das übliche halt, ne? Eine kleine Ansage von den Gegnern. Ja, ich würde erstmal sagen, wir fangen hier an. Nimm mal deine Lampe weg. Oh, er schläft. Ach du armer Kerl. Bist du sehr müde, ja? Der unsichtbare Gegner. Und ich weiß echt nicht mehr, was das für ein Level war. Wie gesagt, also an diese Level hier kann ich mich schlecht erinnern. Die habe ich auch am wenigsten gespielt. Ich war, hat mich immer so bei Mugshot. Die habe ich gut in Erinnerung, die Level. Oh ja. Gucken wir uns hier mal ein bisschen um. So. Die Ming-Flaschen. Sacken wir natürlich ein. Hier wächst sogar auch noch was bei der Kälte. So, wir müssen hier rein. Macht auf! Macht auf! Ja. Also wenn sich ein Verbrecher so dumm anstellt, dass er nicht mal durchs Fenster kommt, dann wisst ihr ja, was Sache Aus, ist. als könnte uns hier unser neuer Unsichtbarkeit Kreistaste gedrückt, um unsichtbar zu werden. Du bist dann für alles unsichtbar, sogar für Laser, Suchscheinwerfer und Wachen. Oh, wenn dich aber eine Wache bereits gesehen hat, funktioniert der Trick nicht mehr. Ja, ich kann sogar dabei laufen, Bentley. Das hättest du nicht gedacht, da macht das hier keinen Sinn, das Fließband. Tja, und jetzt sind wir hier halt im China, ne? Aber ich muss doch sagen, es ist schon lustig. Also, diese Gegend hat was. Auch, natürlich. Eigentlich jede Welt hier von Sly. Gucken wir nach Hinweise so ein bisschen. Ist das hier was zum Kaputtmachen? Nein. Da drüben sind Hinweise. Wie komme ich denn da ran? Ein dummes Satz. Die Technik hier der Unsichtbarkeit. Dass man in Springen, glaube ich, sich nicht unsichtbar machen kann. Ja. Das ist dumm. Und dann ist das auch echt langsam. Ja, so. Dabei gehen. Ich sammle mal ein bisschen Münzen ein. Ich weiß gar nicht, wie viel. 6 Leben. Gut. Aber ein Glücksbringer wäre auch nicht schlecht. So. So, jetzt müssen wir hier. Immer so schön, ne? Gut, die Ming-Vasen, die hier stehen, lasse ich mal jetzt. Weil jetzt hier Laserkacke ist. Na, einer kommt noch. So. Dann machen wir mal kaputt. Ja, ein schöner Bonsai. Ich habe früher auch mal Bonsai-Bäume gehabt, aber naja. Sie brauchen viel Pflege, damit sie so natürlich wie möglich aussehen. Also ihr müsst sie traten, schneiden. Und dann muss man natürlich auch wissen, wie man es machen muss. Und die Zeit könnt ihr einfach nicht mehr aufbringen. Naja. So, jetzt hier. Und hier sind wir unser coolen Feuerwerkskörper. So. Ja, hier müsste ich auch noch irgendwie drunter, oder? Wie komme ich denn hier? Hier ist, ah, ich wusste es doch. So, das waren auch diese Flaschen. Oh, jetzt muss ich wohl wieder extra hoch. Ah. Na gut, ich habe auch die Laser schon zerstört. Dann kann ich ja hier noch die Ming-Vasen zerstören. Ja, gibt gleich wieder ein Klufeisen. Da ist er. Juhu! So, naja.
warten immer schön, wa? Ihr kennt das ja schon mit den Feuerchen. Das war schon wieder zu knapp. Man kennt es ja nicht anders. So. Ich wusste doch, dass man hier irgendwie noch drauf muss. Auf die Bäume. So, und hier auch schon der erste Checkpoint. Ich weiß es gar nicht. Naja, geil. So, jetzt gehen wir hier rein. Was gibt's denn hier Schönes? Oh, das sieht nach einer schwierigen Stelle aus. Weil man hier, ne? Davon. So. Komm, der nächste Schlag sitzt. Ja. Wenn man hier nicht geduldig ist, hätte man sich von denen auch entdecken können, lassen können. Sollen. Werden. Können. Gut. Ja. Ich vermute mal, hier gibt es noch einige Stellen, wo man Hinweise leicht übersehen kann. Wie hier zum Beispiel. Also sucht schön jede Ecke ab. Und dann braucht ihr euch nicht ärgern, wenn ihr nochmal durch das gesamte Level gucken müsst. Ihr kennt das ja aus meinen ersten Videos bei Rally. Da muss ich auch einige Levels nochmal machen. So. Hui, unser Slow-Motion-Effekt. Ja, noch. Wow! Jackie Chan kommt! Ne, ehrlich jetzt, das erinnert mich an Jackie Chan. Jackie Chan hat übrigens auch ein PlayStation-Spiel. The Stunt-Dingsbumser. Naja. So. Mach hier kein Affentheater. Oh, ein Lady. Heißt aber nicht, dass sie jetzt netter ist dadurch. Das sind hier. Hier die Raketen. Ich finde sie so geil. Auch wenn das hier nicht mein Lieblingslevel ist, Lieblingswelt, aber die Raketen, die schaffen es doch auf Platz 1. Also das macht echt Spaß, die loszuschießen. So, jetzt hier hoch, ne? Wie viele Hinweise habe ich eigentlich? Und ich höre einen Gegner. Hallo? Nur weil du jetzt eine Frau bist, hau ich dich nicht, oder wie? Hast du dich das gedacht, ja? Hast du dich das gedacht? Da ist noch eine Flasche. Hä? Der Gegner kaut... Hey, kaust du Kaugummi? Hey, kaust du Kaugummi? Halt die Lampe. Ja, nur weil du eine Frau bist, denkst du, ich hau dich nicht, oder was? Tja, da hast du dich geschnitten. Zumindest, wenn du mich angreifen willst. Ja, was soll ich machen? Ich muss mich ja wehren, oder? Genau. So, was steht hier drauf? Tja, das oberste Symbol kenne ich, aber... Gut. So, da ist doch noch eine Flasche. Wie komme ich da hin? Egal, wir machen erstmal hier weiter. Ich hoffe, das ist kein Fehler von mir. Das sieht aber kompliziert aus. Ja. Nein! Wo stehe ich denn? Hä? Naja, machen wir erstmal hier die Laser kaputt. Dann könnte man auch. Kommt man besser an den Flaschen ran. Wäre ein Vorschlag, ein kleiner, gut gemeinter Tipp. Also ich meine, man kann es nicht so kompliziert machen wie ich am Anfang. So. Jo, ah, hier kommt ein Lift. Hui, oh. Nee, ich schleudere mich doch nicht so. Das ist ja ein Service hier. Mach ich nicht nochmal. Ich weiß auch gar nicht, was die Lady hier macht. Wirft die irgendwelche Messer oder so? Ah, hier waren die Hinweise. Oh, drei Hinweise fehlen. Na toll. Nee, die haut irgendwie. Ach, keine Ahnung. So. Hier muss es doch noch was geben. So, hier geht's auf jeden Fall hoch. Was gibt's hier? Hinweise? Oh, hier ist schon der Tresor. Mist. Was ist das? Ah. Oh nein, mir fehlen zwei Hinweise. Ah, das ist ja jetzt doof. Okay, ich suche jetzt mal die Hinweise und wir sehen uns dann wieder.
gleich. Bis gleich. Da bin ich wieder, Freunde. Ja, ich wollte euch hier den Schlüssel zeigen. Ja, gut. Ich wusste doch, irgendwas mit den Bäumen war noch Sache. Da oben sind sie. Seht ihr sie? Hat ein Weilchen gedauert, jetzt, ehe ich sie gefunden habe. Aber zum Glück geschafft. Plus gut, dass es immer Technik gibt. Und Videoschnipselbearbeitungsprogramm, was ich damit meine. So. Jetzt muss ich, glaube ich, hier hoch, ne? Das ist ein bisschen verwirrend hier, das Level. Aber eigentlich geht's. Vom Schwierigkeitsgrad kann ich jetzt keinen... kann ich keine Erhöhung sehen. Ja. So, machen wir ein bisschen schnell hier, ne? Ja, das ist jetzt nicht beschleunigt. Das ist mein Technik. Ja. Das war eine Herausforderung. Aber die Kombination des Saves lautet 6. 6, 6. Oh. Naja. Bentley, was ist denn mit dich jetzt los? Alles jetzt neuerdings Herausforderung? Okay. Wir neigen uns dem Ende zu. Schließlich muss Bentley auch seine Herausforderung haben. Ja, auch nicht schlecht. Das hört sich jetzt alles ein bisschen komisch an, die Technik. Aber ich erkläre es mal mit meinen Worten. Also, wir können jetzt hier einen Abgrund runterspringen. Und es ist derselbe Effekt, wie wenn wir ins Wasser springen. Also nichts mit Schwerelosigkeit. Es kostet uns einfach kein Hufeisen mehr. Aber kreativ umschrieben. So, jetzt müssen wir hier auch lang. Kacke. Das war so klar. So, Sprengstoff produzieren. Ja, das ist hier ähnlich wie im ersten Level. Im Polizeipräsidium. Und ich fall wieder runter. Okay, hier teste ich gleich erstmal die Technik. Ne? Gut. Das war dieses Level. Ja, ich würde erstmal sagen, ich mache hier einen kurzen Schnitt. Also bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns an dieser Stelle wieder, ja. Tschüss.